Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf Qualle TV. Ich habe heute mit einem Freund ein FIFA 16 Video gedreht. Fortuna Düsseldorf gegen Borussia Mönchengladbach. Und wir wollen euch heute die Zusammenfassung zeigen. In der 6. Minute traf Ibrahim Traoré zum 1:0 für die Gladbacher. So, hier sehen wir nochmal den schönen Aufbau und dann der Fehler von Michael Rensing. So, dann kam eine Parade von Michael Rensing. Hier sehen wir die nochmal, der Schuss und dann Glanzparade von Michael Rensing. So, in der 26. Minute erhöhte Josef Drimmitsch auf 2:0 für die Gladbacher. Ja, wir sehen jetzt hier einmal das Spiel. Hier, gut, dann kommt er diesmal von der Seite und er zieht einfach mal volle Kanne ab und trifft genau ins Eck. So, dann kam eine Parade von Jan Sommer in der 34. Minute. Und die war jetzt gerade auch nicht, also Schuss war schon gefährlich. So, dann in der 44. Minute erhöhte Josef Drimmitsch wieder, mal Josef Drimmitsch, auf 3:0 und hier ist das Tor. So, jetzt hier der Abstoß und der Fehler von Michael Rensing gibt Josef Drimmitsch die Chance zum Abziehen. Er nutzt die Chance, zieht ab und erhöht aufs 3:0. So, dann gab es in der 62. Minute in der zweiten Halbzeit die Parade von Jan Sommer. Und da musste er mit einem Arm nur noch hin und hat es mit einem Arm geschafft. So, gelbe Karte für Ibrahim Traoré in der 69. Minute. Ja, hier sehen wir nochmal das Foul. Ja, und dann erhöhte schoss Didier Konan in der 82. Minute noch das 3:0 für die Fortun. Hier schön rausgespielt, dann zieht er ab und trifft ein Pfostentor. Ja, meine lieben Leute, das war die Zusammenfassung vom Spiel. Das Spiel endete 3:1 für Borussia Mönchengladbach im Borussia Park. Dankeschön, wenn es euch gefallen hat, bitte einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal.